haben jetzt den nächsten Referenten, das ist Herr Dr. Markus Lorenz mit dem Thema Wasserstoffnetzwerk BLK, Hub BLK. Herr Lorenz, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Ja, erstmal guten Morgen zusammen. Ich hoffe, dass mein Vortrag zu sehen ist. Ich müsste das nur auf Flugmodus Super, also schalten. wir können es ja gut erkennen. Wunderbar. Ich würde gerne heute über unser Wasserstoffnetzwerk im Morgenlandkreis referieren. Netzwerk, was Erzeuger und Verbraucher vom grünen Wasserstoff integriert. Aber bevor ich zu diesem Hauptthema komme, würde ich gerne noch mal einen Satz über Klima- und Strukturwandel verlieren. Wichtig ist für mich, dass wir nach wie vor Ursache und Wirkung in Erinnerung rufen. Die ganze Geschichte startet mit Klimawandel, mit Klimazielen, die durch Kyoto-Protokoll oder Pariser Klimazielabkommen 2015 fixiert. Danach folgte Kohleausstieg in Deutschland, Beschluss des Kohleausstiegs, bei dem die Stromung aus Braunkohle, aus Steinkohle spätestens 2038 zu Ende geht. Und die Frage ist heute ebenfalls gestellt wurde: Wie sehen wir die Entwicklung im Zusammenhang mit Green Deal? Das sind aus unserer Sicht Beschleunigungsmaßnahmen. Das heißt, alles, was auf den Weg gebracht wurde, wird nochmal beschleunigt und schärft. Und in diesem Zusammenhang müssen wir wirklich auch Strukturwandel sehen. Also Strukturwandel resultiert aus unserer Sicht aus dem Klimawandel. Das sollen wir immer im Auge behalten, wenn wir über dieses Thema diskutieren. Und natürlich müssen wir zunächst über die Konsequenzen uns unterhalten. Und wir können natürlich in der Diskussion ein bisschen näher auf dieses Thema zu sprechen kommen. Aber letztendlich als ganz großes Risiko sehen wir den drohenden Fluss bestehender Wertschöpfungsketten im Raume stehen. Was stehen wir darunter? Wir sind im ländlichen Raum, wir sind im Kernrevier und Kohleausstieg ist für uns beeinflusst uns essentiell. Und zwar unsere Wertschöpfungsketten, Themen wie Ausbildung, Themen wie Bestimmung. Was können wir tun? Ja, wir müssen uns zunächst um die sichere Energieversorgung kümmern. Wir betreiben hocheffiziente Kraft-Wärme-Klonungsanlagen, andere Einrichtungen zur Erstellung von Wärme und Strom. Diese Energieeinheiten müssen nach Wegfahrt der Kohle entsprechend gestellt werden. Dazu brauchen wir Infrastrukturen, weil nach der Braunkohle folgen andere Energieträger, die teilweise durch Infrastruktur transportiert werden müssen, wenn Sie beispielsweise an Biogas denken. Natürlich brauchen wir auch Mittel. Auch das ist das Thema, was sehr häufig angesprochen wurde. Und dann, was noch zu tun ist, dass wir natürlich über Aufbau von neuen Wertschöpfungsketten nachdenken müssen. Insofern gibt es Risiken, aber gibt es auch Chancen? Ja. Auch Klima- und Strukturwandel bedeutet, dass wir neue Chancen bekommen. Und bezogen auf das Jahr 2050, wo wir alle in der Industrie klimaneutral sein müssen, bedeutet natürlich Klimawandel, Strukturwandel auch eine Chance. Und ein ganz großer Chancenbringer ist das Thema Wasserstoff. Das ist natürlich nicht unser Erkenntnis der Zucker, sondern Sie sehen, das Thema Wasserstoff platziert auf der Landesebene, auf der Bundesebene, aber auch in Europa. Und das Ganze kann man natürlich in den entsprechenden Strategiepapieren nachlesen. Warum ist Wasserstoff so wichtig? Wasserstoff ist deswegen so wichtig, weil wir einen Speicher brauchen. Warum brauchen wir einen Speicher?
Wenn wir alles elektrifizieren würden, würden wir mit unseren Klimazielen fertig, sofern der Strom eben aus nachwachsenden Rohstoffen kommt, sprich aus der Sonne oder aus Wind gewonnen wird. Aber diese Energieträger sind sehr volatil. Insofern haben wir Perioden, in denen weniger oder mehr Energie zur Verfügung steht und brauchen einen Speicher. Eine der Möglichkeiten ist eben, Wasserstoff zu nutzen als Speicher, als chemischen Speicher, wenn Sie so wollen, weil die Erzeugung von Wasserstoff über drei Schritte erfolgt. Aus den erneuerbaren Energiequellen, Solar und Wind, wird der Elektrolyse, die Spaltung von Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt. Und Wasserstoff ist eine Grundchemikalie oder Basischemikalie, ein Molekül, mit dem man weitere chemische Verbindungen herstellen kann, die dann als Energie speicherbar sind. Ja, Wasserstoff ist also wichtig und wir sprechen natürlich hier von einem grünen Wasserstoff. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen, reicht nur dieser Baustoff Wasserstoff oder brauchen wir etwas anders? Aus unserer Sicht müssen wir Nachbau-Kohlenstoff zur Verfügung stellen, und zwar einen grünen Kohlenstoff. Insbesondere ist Kohlenstoff wichtig für so eine Region wie unsere, in dem wir hier tatsächlich von chemischer Industrie umgeben sind. Also auch das Thema Sicherung des der Kohlenstoffbasis ist essentiell für uns wichtig. Und wenn wir dann unsere Bioraffinerie in Zeitz schauen, in dem drei Fabriken integriert sind, eine Zuckerfabrik, eine starke Fabrik, eine Bioethanolfabrik, so kann man sehr schnell erkennen, dass wir in einer sehr glücklichen Lage sind, weil wir hier eine sehr starke biogene CO2-Quelle haben. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, den wir hier in Zeitz bei der Südzuckergruppe haben. Wir haben hier den biogenen Kohlenstoff, der aus letztendlich Biomasse herkommt. Insofern ist die Idee relativ einfach hinterher, wenn wir die beiden Stoffe miteinander finden, also grüne Wasserstoff und biogenes CO2. Dann können wir eine weitere Basischemikalie herstellen, Ethanol. Wir sprechen hier über eine Synthese, eine Synthesereaktion. Und mit diesem Methanol können wir wiederum weitere chemische Produkte herstellen, bis zu E-Fuels, die dadurch kennzeichnet sind, wenn natürlich die Ausgangsstoffe biogen sind, sind auch diese E-Fuels entsprechend biogen. Die weisen wiederum eine sehr wichtige Eigenschaft auf. Sie haben eine sehr hohe Energiedichte, das heißt, die transportieren mit einem kleinen Volumen eine sehr, sehr große Energiemenge. Und diese E-Fuels sind natürlich im Bereich Schifffahrt und im Bereich Flugzeug, Luftfahrt sehr, sehr wichtig. Ja, was bedeutet das konkret für Zeitz, für unsere Idee für Zeitz? Wir wollen nicht alles alleine machen. Also wir sehen hier die Wertschöpfungskette vom Draht über die Elektrolyse, Methanol-Synthese bis zur Herstellung von E-Fuels. Wir wollen uns mit dem Thema Methanol in Zeitz beschäftigen, unter der Heranziehung unserer CO2-Quelle und unter Bezug von Wasserstoff aus der Infrastruktur. Wie sieht die Infrastruktur in Mitteldeutschland momentan aus? Sie sehen hier Deutschlandkarte mit zwei existierenden Wassernetzen, einmal im Westen und im Osten der Republik. Wenn wir die beiden Netze, existierenden Wasserstoffnetze, vergleichen, so sehen wir sehr große Vorbildlichkeit, gerade hier in Mitteldeutschland. Warum? Weil wir hier einen sehr, sehr hohen Anteil an
erneuerbaren Strom haben. Wenn wir das mit Nordrhein-Westfalen gleichen, so sehen wir, dass wir in Sachsen-Anhalt über 53% Strom aus erneuerbaren Quellen haben im Vergleich zu 1% in Nordrhein-Westfalen. Also insofern haben wir hier ideale Voraussetzungen, um eine Modellregion für Wasserstoff zu werden. Insofern müssen wir uns nicht, oder nicht jeder von uns muss sich mit dem Thema Erzeugung von Wasserstoff beschäftigen. Sie brauchen auch natürlich Abnehmer von diesem Wasserstoff und auch Ideen für die Verwendung dieses Wasserstoffs. Und ein wesentlicher Vorteil oder Zwang in der Region ist natürlich, dass wir eine Zukunftsperspektive nach dem Kohleausstieg benötigen. Insofern glauben wir, dass wir hier eine echte Strukturwandelchance haben in der Region, die wir nicht verschaffen dürfen. Was brauchen wir konkret? Wir brauchen Infrastruktur. Und ich zeige Ihnen die existierende Wasserstoffleitung, die die Industrieparks, Chemieparks in der Region verbindet. Und wir brauchen natürlich eine Infrastruktur, die unsere Quellen und Sinken im Burgenlandkreis, dazu gehört Mibrag, dazu gehört Südzug, aber auch andere Betriebe miteinander verbindet, unter Berücksichtigung auch der entsprechenden CO2-Quellen. Ich bin nicht die Einzigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sondern ganz Mitteldeutschland beschäftigt sich mit dem Thema Infrastruktur. Sie sehen hier eine Karte einer möglichen Netzverteilung vom Wasserstoff über Sachsen und Sachsen-Anhalt bis nach Niedersachsen nach Salzgitter. Und Sie sehen auch die entsprechenden Firmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Insofern ist es, glaube ich, naheliegend, dass Infrastruktur das verbindende Element ist. Sie haben den Vortrag gerade von Mibrag gehört. Sie haben unsere Betroffenheit gehört. Die Frage, die sich stellt, sind wir die Einzigen im Burgenlandkreis, die sich tatsächlich mit diesem Thema beschäftigen? Nein, wir sind nicht die Einzigen. Es gibt noch andere, die ebenfalls sich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen, sowie unsere kommunale Abfallentsorgungsgesellschaft AWSAS. Diese Gesellschaft denkt über den Einsatz von Wasserstoff, brennstoffgetriebenen LKWs nach. Und auch hier gibt es zwei Schwerpunkte. Einmal natürlich die Lkw-Technologie, die mit Stockzellen unterwegs sein wird, aber auch das Thema Infrastruktur, weil diese Lkws müssen entsprechend auch betankt werden und dafür braucht man die entsprechenden Technologien. Also ich habe Ihnen zusammen mit dem Vortrag von Mibrag insgesamt drei Beispiele mitgebracht aus dem Burgenlandkreis. Mibrag mit dem EMIR-Programm, Südsaar mit dem Power-to-Methanol-Programm und AWSAS mit den Wasserstofftankstellen im Burgenlandkreis. Insofern ist es naheliegend, dass wir natürlich diese Interessen, die einen gemeinsamen Nenner haben, und zwar Infrastruktur, dass wir versuchen, diese Aktivitäten, diese Interessenten in einem Netzwerk zusammenzuführen. Und deswegen haben wir im Burgenlandkreis unter dem Wirtschaftsförderkreis Sachsen-Anhalt Süd e.V. ein H2-Hub BLK gegründet. Wir wollen hier in diesem Netzwerk die interessierten Mitglieder bündeln, die sich wirklich mit dem Thema Wasserstofferzeugung, Nutzung inklusive der Tankstellen beschäftigen. Und wir haben viele Firmen angesprochen und wir haben definitiven Zugang auch bekommen, in diesem Wasserstoffnetzwerk werden mitwirken. Auf jeden Fall Mibrag, Infrazeit, Stadtwerke Zeitz, AGSAS unter der Voraussetzung, dass die entsprechenden Gremien zustimmen, GETAG und wir als Südzucker. Wir wollen uns mit dem Thema Infrastruktur beschäftigen, aber genauso vielfältig, wie ich das vorhin dargestellt habe.
Wir wollen zeigen, dass diese Infrastrukturprojekte eine regionale Bedeutung haben, dass sie auf jeden Fall förderfähig sein müssen. Was bedeutet überhaupt H2Hub BLK? Hub kann man als Tischhager Knotenpunkt und Initiative übersetzen. Insofern sprechen wir hier wirklich über einen Wasserstoff-Knotenpunkt Burgenlandkreis. Wir wollen die interessierten Mitglieder zusammenfügen und zusammenführen. Wir wollen eine erste Ansprechadresse sein für andere Netzwerke, für die Politik, für die Stabsstelle Strukturwandel, für verschiedene Institutionen. Immer dann, wenn es um die Fragestellung geht bezüglich Wasserstofferzeugung und Nutzung. Und wir wollen an der Stelle keine Abgrenzungspolitik fahren. Das ist ja etwas, was wirklich ganz, ganz wichtig ist. Wir wissen, dass natürlich andere Netzwerke in Mitteldeutschland mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen. Und wir wollen da eine sehr konstruktive Zusammenarbeit anstreben. Aber wir wollen auch selbstbewusst die Interessen der Mitglieder gerade in dem Burgenlandkreis vertreten. Was hat Wasserstoff mit der Digitalisierung zu tun? Immerhin steht in der Titel der Konferenz stehen zwei Punkte, Strukturwandel und Digitalisierung. Wenn wir wirklich uns die Definition der Digitalisierung anschauen, so ist sie eigentlich, richtig bedeutet diese Definition eine Umwandlung der analogen Prozesse oder Inhalte in digitale Form. Aber heute wird unter Digitalisierung, und das haben wir schon in den Schlussworten gehört, nicht nur eben diese Umwandlung analog-digital verstanden, sondern es wird in der Tat, damit werden in der Tat Megatrends beschrieben. Und wenn wir alle Begriffe um Digitalisierung auf eine Folie präsentieren, so sind zwei Begriffe natürlich herausstechend. Einmal das Thema Megatrend und einmal das Thema Vernetzung. Und ich denke, unserem Wasserstoffnetzwerk H2Hub BLK verbinden wir erstmal ein Megatrend, Wasserstoff und Wasserstoffwirtschaft. Und wir sorgen dafür, dass wir mit dem Wasserstoffnetzwerk auch tatsächlich ein Stückchen Vernetzung vorantreiben. Wer mehr wird in meinem Vortrag die Zeit nicht reichen. Insofern freue ich mich auf die Diskussion. Aber die Folien zur Digitalisierung möchte ich nur als Stichwort präsentieren. Vielleicht kommen auch Fragen hierzu. Herr Dr. Lorenz, vielen Dank. Wir sind leicht über der Zeit. Ich würde vorschlagen, dass wir dann im Podium nochmal eingehen. Darf auch auf die Themen der Digitalisierung eingehen. Sehr gut. Und deswegen würde ich sagen, wir machen hier an dieser Stelle Schluss. Als Stichwort Strategie. Digitalisierung in Landwirtschaft, Digitalisierung in Produktion, das können wir gerne in dem Vortrag, in der Diskussion weiter behandeln. Vielen Dank. Genau. Vielen Dank für den Vortrag und wie gesagt auch die Idee, dass wir im Rahmen eines anderen Formates vielleicht dann nochmal das vertiefen, das Angebot steht.